Egal ob Erzieherin, Pflegerin oder Verkäuferin, die Berufe, auf die wir uns tagtäglich verlassen, die unsere Gesellschaft aufrechterhalten, müssen besser entlohnt werden. Mehr noch, die Arbeits- und Ausbildungsbedingungen müssen radikal verbessert werden. Dafür reichen Worte nicht aus. Es muss jetzt gehandelt werden. Für einen höheren Mindestlohn, für eine Stärkung der Tarifbindung und für mehr Personal. Die Corona-Krise hat uns in unserem feministischen Arbeitskampf um Jahre zurückgeworfen. Dabei sind wir es doch, die die Krise stemmen. Trotzdem bekommen wir immer noch 19% weniger Lohn. Das geht nicht und das müssen wir grundsätzlich ändern. Wir stemmen aber auch zu Hause den Laden. 70% der Frauen übernehmen gerade die Arbeit im Haushalt und das Homeschooling. Wir wollen, dass Kita-Plätze kostenfrei sind, aber wir wollen auch endlich vernünftig an der Macht beteiligt werden. 50% der Frauen gehören in Führungspositionen und natürlich brauchen wir auch eine laute Stimme in all den Parlamenten dieses Landes. Für uns die Hälfte der Macht und nicht weniger. Migrantische Frauen wurden vor der Krise, aber werden auch besonders in der Krise ausgebeutet. Das ist zum Beispiel in der privaten Pflege so, wo sie 24 Stunden am Stück arbeiten und das für einen echt miesen Lohn. Deswegen fordern wir, die Löhne, die Mindestlöhne müssen rauf, aber vor allem fordern wir auch einen besseren Mindeststandard an allen Arbeitsstätten. Dieser strukturelle Rassismus muss bekämpft werden, und zwar von uns. Der Großteil der unbezahlten Sorgearbeit wird von Frauen geleistet. Wenn diese Care-Arbeit jedoch nicht mit einem Vollzeitjob vereinbar ist, dann sind es Frauen, die ihre Arbeitszeit reduzieren oder die diese Care-Arbeit trotzdem übernehmen. Wir fordern, dass es eine radikale Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich für alle gibt, damit es eine gerechte Umverteilung der Care-Arbeit gibt. Arbeit ist Arbeit und sollte nicht daran gemessen, ob sie profitabel ist.